Hier kommt die langhaarige Dolchwanze, um am Filmset den richtigen Gebrauch des Saugrüssels zu demonstrieren. Übrigens war uns nicht klar, warum sie langhaarige Dolchwanze genannt wird. Sie hat keine langen Haare, sie sind kurz und schon gar keinen Dolch. Zuweilen liest man, die langhaarige Dolchwanze ernährt sich räuberisch von anderen Insekten und deren Larven. Nun, das ist falsch. Und Madame Dolobrata, wie sie lateinisch genannt wird, wird uns auch gleich zeigen, warum. Zuerst wollen wir uns den Saugrüssel und die Halterung dazu, den Schaft, etwas genauer ansehen. Der obere gelbe Teil ist relativ starr und dient zur punktgenauen Führung des schwarzen unteren Teils. Der schwarze Teil ist beidseitig gewölbt. Diese Wölbung verhindert das seitliche Ausbrechen des Saugrüssels und stabilisiert ihn. Die Konstruktion ist ähnlich jener einer alten römischen Bogenbrücke. Drückt der Saugrüssel im Schaft auf die linke Seite, so verhindert der Bogen rechts, dass sich der Rüssel verbiegen kann. Drückt der Rüssel nach rechts, dann stabilisiert die linke Bogenbrücke im Schaft. Der Schaft hat auch auf der Rückseite eine leichte Wölbung. Diese verhindert das Verbiegen des Rüssels nach vorne. Madame Dolobrata zeigt uns hier, wie flexibel, geschmeidig und beweglich der Saugrüssel ist. Der Saugrüssel ist der feine, kleine Teil vorne. Und nun zeigt sie uns, wie der Saugrüssel fachgerecht, profihaft im Schaft verpackt wird. So, das ging für uns Laien etwas schnell. Bitte nochmals. Zuerst wird Rüssel und Schaft glatt gestrichen. Dann wird der Rüssel hineingelegt und die andere Seite des Schafts zugefaltet. Und zuletzt wird der Schaft gerade gezogen. Durch das Ziehen werden Knitterfalten aus dem Schaft entfernt. Knitterfalten könnten nachher das Einknicken des Schafts an der falschen Stelle bewirken. Der Rüssel würde sich verbiegen. Gut, was kommt als nächstes? Die richtige Grasrispe muss gewählt werden. Die Deckblätter des Grassamens sollen noch geschlossen, aber kurz vor dem Öffnen sein. Die beiden Deckblätter haben so an ihrem oberen Ende einen kleinen Spalt, in den der Saugrüssel eingeführt werden kann. Diese kleine Lücke gilt es nun zu finden und zu nutzen. Auch ein Profi wie Madame Dolobrata muss mit viel Feingefühl mehrmals Anlauf nehmen. Beim Herunterfahren des Saugrüssels sieht man sehr schön, wie sich der Schaft an drei verschiedenen Scharnieren zusammenfaltet und sich unter dem Kopf positioniert. Wird der Kopf nach oben gezogen, lädt sich der geschmeidige Saugrüssel von alleine wieder in den Schaft. Es ist sehr genau darauf zu achten, dass ganz gerade heruntergedrückt wird, sonst verbiegt sich der Rüssel. Hier sehen wir sehr gut, wie auch das letzte Scharnier gebogen wird und wie sich der ganze Schaft unter dem Kopf zusammengefaltet hat.
Natürlich wird der Rüssel bis ganz nach unten in die Grasrispe gestoßen, um an den Pflanzensaft heranzukommen. Madame Dolobrata hat keinen Mund, der Saugrüssel ist also ihr einziges Werkzeug, um an Nahrung zu gelangen. Sie könnte also in diesem Fall ganz sicher keine anderen Insekten damit erstechen. Der Dolch, so wie er genannt wird, ist der Saugrüssel und dieser ist ganz einfach zu schwach, um Insekten zu belästigen und auszusaugen. Hier die Seitenansicht, auch hier sieht man sehr schön, wie der Schaft sich unter dem Kopf zusammengefaltet hat. Genießen Sie einfach noch die folgenden Bilder und schauen Sie zu, wie man richtig profimäßig eine Grasrispe aussaugt. So, das wär's von unserer Madame Dolobrata. Wir danken ihr recht herzlich für die Instruktion und wir hoffen natürlich, dass sie nun zu Hause ebenfalls mit Erfolg Pflanzensamen aussaugen können.